1, 4, 2. 142, das ist die aktuelle Folge von Verhundert. Heute von vor 100 Jahren war der 15.10.1923 und heute haben wir den 15.10.2023. Hallo, liebe Zeitreisende. Hier ist das altbewährte Duo Luis und Steffen. Die Folge heute gliedert sich in einen Hausmeisterteil, den wir kurz halten wollen. Jetzt beim zweiten Versuch der Aufnahme der Einleitung weiß ich, dass wir einen Werbeteil haben. Danke, Steffen, dass du unbekannterweise bei der vorherigen Versuch mich darauf hingewiesen hast. Danach reden wir über die Themen von vor 100 Jahren. Da haben wir über einiges zu berichten. Aufhebung des Ruhrkampfs, Regierungsumbildungen und Errichtung einer legalen Diktatur unter Stresemann. Und zum Schluss berichten wir über den Urlaub von Harry Graf Kessler auf den Azoren. Und Steffen hat auch noch ein sehr, sehr spannendes Quiz, das er unter Einsatz von künstlicher Intelligenz erstellt hat, für mich vorbereitet. Ja, und zur Hilfenahme meiner eigenen Intelligenz. Zu dem Werbeteil, Luis, will ich immer noch sagen, nicht, dass die Leute jetzt abschalten, weil sie sagen, Podcast mit Werbung höre ich nicht. Finde ich zu Recht die Aussage. Aber bei uns handelt es sich um Werbung von vor 100 Jahren. Und deswegen hat sie auch eine gewisse Berechtigung in diesem Podcast. Ja, das passt halt dann zum Ambiente. Ja, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Hausmeisterteil. Die Weltlage ist, würde ich sagen, gerade so durchwachsen. Also wir hatten ja die Wahlen und dann Ereignisse im Ausland. Und aber für mich war es so, in meiner eigenen kleinen Welt waren die letzten Tage sehr, sehr schön. Habe viele schöne Sachen gemacht. Was außer einzige ist, Steffen, wir haben es leider nicht geschafft, jetzt seit mehreren Wochen persönlich zu treffen, weil erst ich und dann du unpässlich waren, um es mal so zu formulieren. Deswegen nehmen wir die Folge jetzt online auf und ich hoffe, dass wir uns bald wieder persönlich sehen können. Ja, also unpässlich, das klingt so, als ob wir beide jeweils mit so einem kalten Waschlappen auf dem Kopf auf dem Sofa lagen. Ja, also waren halt krank, ja. Passiert halt. Wir haben uns tatsächlich das letzte Mal, glaube ich, im Juli gesehen. Ja, das hat verschiedene Ursachen. Es gab auch noch gewisse räumliche Differenzen durch Sommerurlaube und das wird sich jetzt wieder ändern. Die dunkle Jahreszeit kommt und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe auch tatsächlich sonst jetzt nichts groß weiter Neues. Vielleicht vorneweg, also Steffen, der hat sich ein Quiz ausgedacht, was ich ganz, ganz toll fand. Das war sehr überraschend für mich, da war ich nur vorbereitet und das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, Steffen, dafür. Und man muss dazu sagen, wir nehmen diesen Intro-Teil immer am Ende auf, deswegen weißt du schon, was kommt, wusstest es zu dem Zeitpunkt aber nicht. Na, wir machen das ja hier schon seit 1914 oder 2014. Attentat von Sarajevo war der Startschuss für dieses Format. Und irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen zu sagen, das macht doch Sinn, den Einleitungsteil zum Schluss aufzunehmen. Dann weiß man auch schlauerweise, was gleich kommen wird. Also ich weiß jetzt schon, was ihr gleich hören werdet. Also das ist sozusagen, ich weiß, eure Zukunft klingt jetzt irgendwie schräg. ja, ist ja, es auch. Das ist Wirrwarr mit dem Zeitreisekontinuum. Und ich glaube, richtig, um nicht noch mehr zu verwirren, viel Spaß beim Werbeteil von vor 100 Jahren. Ihr hört Luis und mich gleich wieder auf der anderen Seite. Danke, Steffen, dass du das gerade beendet hast. Bitte. Und nun Werbung. Vossische Zeitung Wochenausgabe, die Voss Auslandausgabe vom 13.10.1923. Die Obra Taschenrechenmaschine mit automatischer hemmungsfreier Zehnerschaltung für sämtliche Rechnungsarten, gleiche Handgriffe und Bewegungen, da besondere Resultatfenster kein Umschalten oder Kurbeldrehen. Deshalb vollständig geräuschlos, rechnet direkt bei Zahleneinstellung. Die einzige billige Taschenrechenmaschine mit zwei Resultatfenstern auf einer Seite. Ganz aus Metall. Rechnet bis 13.999.999,99 in eleganter, praktischer, zusammenklappbarer Schutztasche mit Schreibtafel und Rechenstift. Großartiger Exportartikel. Man verlange Angebot mit Muster gegen Einsendung des Betrages von einem Dollar. Otto Brabant, Berlin, Friedenau, Hertelstraße 5. Bankkonto Deutsche Bank, Berlin, Friedenau. Ihr Spiegel zeigt in 2 Minuten die verblüffende Wirkung unserer Enthaarungsmilch Exsex, gesetzlich geschützt. Entfernt sofort, ohne Schmerzen, die lästigen, hässlichen Haare im Gesicht und am Körper. Die Haare sind wie weggehaucht. Exsex macht die Haut samt weich, ist sofort gebrauchsfertig, riecht angenehm, vollständig unschädlich. Jeder Käufer ist entzückt von der Wirkung. Export nach allen Weltteilen.
in allen Parfümerien, Drogerien und Apotheken zu haben und wo im Fenster ausgestellt, wo nicht direkt vom alleinigen Fabrikanten. Hermann Schellenberg Parfümeriefabrik, Düsseldorf B4 Flora Straße 11, Berlin B4 Lüneburger Straße 6. Waffen, Munition und Fahrräder. Automatische Schmeißerpistole, erstklassige Jagdgewehre, Otto Speiser, Hamburg 1, Hermannshaus. Dann kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren war sehr, sehr viel los. Es war eine sehr, sehr viele Meldungen. Es war extrem, ehrlich gesagt. Es war Wahnsinn, was alles passiert ist vor 100 Jahren. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von Stresemann. Das ist vom 13. Oktober. Das ist lustigerweise genau der Tag, wo wir die Folge aufnehmen. Also wir nehmen die Folge am 13. Oktober auf, zwei Tage bevor sie veröffentlicht wird. Und hier fasst er die ersten 8 Wochen seiner Regierung zusammen. Zitat: In den 8 Wochen, seitdem ich an der Spitze der Reichsregierung stehe, habe ich unendlich viel an Trübsal aus deutschen Landen erfahren. Und fast unerträglich war der außen- und innenpolitische Druck der Verantwortung, der auf mir lastet. Der Mut zur Verantwortung ist in Deutschland auf ein Mindestmaß gesunken. Der Gedanke, dass der Einzelne Opfer auf sich nehmen muss, gegenüber dem Staate, ist zurückgetreten, gegenüber einem Egoismus, der uns am Volke verzweifeln lässt. Manchmal hatte ich die Empfindung, als wenn ich bei meinem Versuch, das Reichsschiff durch die Brandung hindurchzusteuern, ganz alleine stände und als wenn ich anstelle positiver Unterstützung nichts als negative Kritik auch von denen, die mir sonst nahe standen, zu erwarten hätte. Boah, ich finde, das passt auch in unsere heutige Zeit so gut rein. Allein das mit dem Egoismus und diesem Kritik schlechtreden. Als Hintergrund, also wir haben zwei große Ereignisse und eine kleine Ereignisse. Zum einen Aufhebung des passiven Widerstands, mit der sich Stresemann sehr viele Feinde gemacht hat, namentlich in Bayern. Und gleichzeitig die Notstandsregelungen, die eine legale Diktatur über Notstandsverordnungen ermöglichen im damaligen Deutschen Reich. Und hier gab es sehr viel Streit mit der SPD über den 8-Stunden-Tag. Und aus der Sicht Stresemann ist es nicht verständlich, wie man in der Situation auf diese 8 Stunden pochen kann. Da gibt es aber noch viele andere Beispiele, aber das ist jetzt nur ein Aspekt. Und das verzweifelt ihn. Der arbeitet 15, 16 Stunden am Tag, macht sich kaputt, um dieses Schiff zu retten. Ja, das war auch ganz, ganz interessant, weil das ist ein Auszug von Stresemann an einem Brief an den Kardinal Faulhaber. Ja, und warum schreibt er an den Kardinal Faulhaber? Ich habe quasi den Brief von dem Kardinal auch als Faksimile. Natürlich, wer hat das nicht? Ja, natürlich. Und der ist hier richtig, ich meine, so ein Kardinal, der hat eine sehr, sehr schöne Handschrift mit Füller geschrieben, in Schreibschrift, und ich kann das wirklich gut lesen. Also das ist ja handschriftlich aus dem Jahr 1923 und tolles Deutsch, sehr verständlich. Und da geht es halt darum, dass Stresemann die Kirche bittet, dem Reiche beizustehen, weil Bayern sich abspalten möchte. Das ist einst eine kleinere Krise, die Regierung zu bewältigen hat. Und die Antwort der Kirche ist nein, dass er sich nicht einmischen will. Und er beschreibt halt nochmal seine Verzweiflung an die Kirche und sozusagen bettelt quasi an Unterstützung. Ja. Ich habe das Ganze jetzt schon etwas vorgegriffen. Anfangen wollten wir mit der Aufhebung des passiven Widerstands. Und das wurde kommuniziert über ein Flugblatt. Und Steffen, kann ich da an dich übergeben? Ja, dieses Flugblatt ist relativ lang. Aber dieses Flugblatt hat auch sehr viel Text, Fettgedrucktes. Und ich lese jetzt mal nur das Fettgedruckte, denn ich denke, der normale Mensch, der da vorbeiläuft, der liest auch nur das Fettgedruckte vor 100 Jahren. Es fängt an mit an das deutsche Volk. Mehr als 100 Volksgenossen haben ihr Leben dahin geben müssen, Hunderte schmachten noch in den Gefängnissen. Für diese dem Deutschen Reiche in schwerster Zeit bewiesene Treue und Standhaftigkeit dankt das ganze deutsche Volk. Mit furchtbarem Ernst droht die Gefahr, dass bei Festhalten an dem bisherigen Verfahren die Schaffung einer geordneten Währung, die Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens
und damit die Sicherung der nackten Existenz für unser Volk unmöglich wird. Dafür zu sorgen, dass die Gefangenen freigegeben werden, dass die Verstoßenen zurückkehren, bleibt die vornehmste Aufgabe der Reichsregierung. Heroisch war ihr Kampf, beispiellos ihre Selbstbeherrschung. Deutschland hat sich bereit erklärt, die schwersten materiellen Opfer für die Freiheit der deutschen Volksgenossen und deutscher Erde auf sich zu nehmen. Reichspräsident und Reichsregierung versichern hierdurch feierlichst vor dem deutschen Volke und vor der ganzen Welt, dass sie sich zu keinen Abmachungen verstehen werden, die auch nur das kleinste Stück deutscher Erde vom Deutschen Reiche loslöst. Das deutsche Volk fordern wir auf, in den bevorstehenden Zeiten härtester seelischer Prüfung und materieller Not treu zusammenzustehen. Nur so werden wir alle Absichten auf Zertrümmerung des Deutschen Reiches zunichte machen. Nur so werden wir der Nation Ehre und Leben erhalten. Nur so ihr die Freiheit wiedergewinnen, die unser unveräußerliches Recht ist. Der Reichspräsident Ebert, die Reichsregierung und so weiter. Das war jetzt ein sehr langer Brief und ich mag es eigentlich nichts vorzulesen. Aber das war für die Stimmung. Vielleicht noch, Steffen, einen Satz zwischen den beiden Fetten, den ich hier noch ergänzen will. Ja, bitte. Und zwar, diese Gefahr muss im Interesse der Zukunft Deutschlands ebenso wie im Interesse von Reihen und Ruhe abgewendet werden. Um das Leben von Volk und Staat zu erhalten, stehen wir heute vor der bitteren Notwendigkeit, den Kampf abzubrechen. Also da wird ganz klar gesagt, wir beenden den Ruhrkampf. Ja, und da steht auch drin, dass man eine Einheit möchte und man redet hier auch von also allen Deutschen und richtet sich damit auch an diejenigen, die gerade probieren, sich hier abzuspalten. Du hast es schon erwähnt, Bayern zum Beispiel. Ja, oder es gibt in Thüringen kommunistische Aufstände. In Küstrin gab es auch einen Putschversuch von rechts. Ja, also das ist nicht nur die Ansage, wir geben jetzt hier den passiven Widerstand auf, sondern wir kämpfen auch, dass das Deutsche Reich so bleibt, wie es in den Grenzen gerade ist und alles auch zusammengehört. Das ist also nicht nur eine Ansage, wir sind jetzt hier fertig. Es ist auch nicht nur eine Ansage an die Franzosen, es ist auch eine Ansage an alle, die gerade im Deutschen Reich probieren, separatistisch tätig zu werden. Ganz, ganz klar. Und die Regierung, was macht Stresemann? Er ist jetzt an der Macht und wie geht er vor? Er beendet diesen Ruhrkampf, weil er das Deutsche Reich in den Ruin treibt. Er hat diese Inflation, die Wirtschaft liegt am Boden, keiner kann was kaufen, es gibt keinen Wirtschaftskreislauf mehr, weil die Kurse sich täglich verdoppeln. Und zum einen wird der Ruhrkampf beendet in der Hoffnung, irgendeine Form von Einigung mit den Alliierten zu erzielen. Und dann nach innen wird halt diese Einigkeit beschwert und gegen separatistische Bewegungen vorgegangen. Da gibt es noch mehr, es gibt auch die im Rheinland noch eine, dazu werden wir auch noch kommen, diesem Herbst. Und dann, um halt schnell agil, würde man heute sagen, agieren zu können, wird eine Notstandsregierung gebildet, die über Notstandsgesetze, die mit der damaligen Verfassung möglich waren, welche auch die Nazis für die Machtergreifung ausgenutzt haben, eine legale Diktatur errichtet, um Gesetze, um Beschlüsse ohne Parlamentsbeteiligung zu erzielen durch die Regierung. Ja, und das hat sogar noch die Einschränkung, dass hier steht es, die erlassenen Verordnungen sind dem Reichstag und dem Reichsrat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen, also alles, was sie da beschließen, und sie sind auf Verlangen des Reichstags sofort aufzuheben. Also es gibt hier auch schon noch Einschränkungen. Sie treten spätestens aber am 31. März 2024 außer Kraft. Es ist eine egale Diktatur, die ist noch anders als eine echte Diktatur. Und was ich ganz spannend finde, also ich habe hier, wie gesagt, die
Stresemanns Vermächtnis. Und das sind jetzt 60 Seiten, die letzten 4 Wochen, wo halt sozusagen auf jeder Seite hat man dann so einen Tagebucheintrag. Übrigens, Stresemanns Tagebucheinträge, das sind immer so 20 Wörter. Das sind nur ganz knappe Stichpunkte. Und dann wird genau beschrieben aus Briefen, aus Reden, was er gemacht hatte. Und es wird alles mit Primärquellen belegt. Hier gibt es ganz wenig Einordnung in diesem Buch, um halt Stresemanns Wirken und Stresemanns Vermächtnis halt sozusagen den Leser rüberzubringen. Eine sehr, sehr spannende Art, finde ich, sozusagen sehr langwierig, aber sehr spannende Art, Geschichte zu vermitteln in diesem Buch, was ich habe von 1931 hier vor mir liegen. Und der beschreibt halt auch allein auf 40 Seiten, er braucht eine Mehrheit im Reichstag und er braucht die SPD für diese Notstandsgesetzgebung. Und dazu gibt es wochenlangen Streit und er muss auch seine erste Regierung sein erstes Kabinett nochmal komplett neu bilden, weil die SPD hat sich echt gewandelt. Weil was ist das Problem der SPD an diesen Notgesetzen? Sie hat halt Angst, dass die Regierung, um wirtschaftlich gesünder dazustehen, die Arbeitszeiten verlängert. Und die hatten schon damals einen 8-Stunden-Tag. Und gleichzeitig an die Sozialversicherungsempfänger, an die kleinen Rentner und generell an die Rentner reingeht und deren Bezüge kürzt. Und deswegen gibt es Einschränkungen im Ermächtigungsgesetz von Stresemann. Es dürfen eben, die Arbeitszeit darf nicht verlängert werden. Es dürfen keine Renten gekürzt werden. Es dürfen Kleinrentner nicht zusätzlich belastet werden. Und Sozialversicherungsempfänger dürfen nicht leiden unter diesen Notgesetzen. Also das finde ich irgendwie auch stark und bemerkenswert, dass die SPD so einen Rückgrat hat. Weil man muss verstehen, der Stresemann, der ist sehr FDP-nah, der ist liberal, der ist unternehmernah, der ist sehr, sehr sachverständig. Man kann aber davon ausgehen, dass er in der Form, gerade wenn er so viel Macht bekommt, aus den festen Glauben Gutes zu tun, den kleinen Mann beschneidet und Arbeitszeiten verlängert und Sozialsystemkürzungen vornimmt. Ja, damit muss man einfach rechnen. Und wie gesagt, man kann ihn dafür nicht verurteilen. Ich finde aber so stark, dass die SPD in dieser Situation sozusagen ihre Frau bzw. Mann steht. Ja, fand ich auch gut, schön gesagt. Was mich hatte noch verwundert, ich hatte das auch gelesen in dem Text und dann ist hier der Paragraph 1 abgedruckt von dem Gesetz, Ermächtigungsgesetz. Und das ist tatsächlich auch im Paragraph 1 so richtig drinne und auch nicht durch Nebensätze versteckt, sondern steht so richtig klar und deutlich drinne. Das hat mich überrascht. Ich hatte jetzt erwartet, dass das so ein juristischer Text ist, bei dem es ja wieder 1000 Deutungen gibt und Lücken eingebaut wurden, damit man es doch umgehen kann. Aber nee, steht tatsächlich klar und deutlich drin, dass das und das darf nicht angefasst werden. Also du hast es ja vorgelesen, da steht halt drin, die Reichsregierung darf Gesetze geben, ohne Parlamentsbeschlüsse. Und direkt danach im Paragraph 1, wie du sagst, Zitat, die Ermächtigung erstreckt sich nicht auf Regelung der Arbeitszeit und auf Einschränkung der Rentenunterstützung der Versicherten und Rentenempfänger in der Sozialversicherung sowie der Kleinrentner und Leistungen aus der Erwerbslosenversicherung. Und da möchte ich erstmal 2 Sachen von sagen. Privatmeinung von Louis. Toll, die SPD von vor 100 Jahren. Was macht die SPD heute? Ja, das ist ja angeblich immer auch eine Partei der Sozialdemokraten und der Sozialschwachen, ne? Das sehe ich irgendwie in der heutigen SPD nicht so in der Form wie damals. Und gleichzeitig sind die Leute, die jetzt verlangen, die gesetzlichen Renten zum Beispiel zu verringern, da muss man sich überlegen, welche Situation haben wir heute und welche Situation hatten wir vor 100 Jahren und die haben das trotzdem reingeschrieben, dass das nicht geht. Ja, finde ich sehr bemerkenswert. Das stimmt, ja. Das gibt einen zu denken. Ja, das gibt dann echt zu denken und ich finde, besonders die SPD sollte das echt zu denken geben, wie man halt auch als Partei auftreten kann. Ja. Und ich sage ja nicht, dass das richtig wäre, die Arbeitszeit nicht zu verlängern. Dafür mag es ja gute Argumente geben, aber ich finde es aber gut, dass die SPD eben sagt, nein, nicht mit uns. Weil wir wurden gewählt, sowas nicht zuzulassen und das gefällt mir. Ja. Ich verstehe, was du meinst, dein Punkt. Ja, wir haben einfach eine klare Haltung. Ne? Und wenn dem Wähler sagt, nee, ich möchte nicht, dass eine Partei in dem Bundestag sitzt mit solchen Aussagen, dann muss man die ja nicht wählen. Aber die wurden ja genau dafür gewählt, für die Interessen ihrer Wähler, den Arbeitern einzustehen. Ja, also das steht nun dann auch tatsächlich im Paragraph 1 drin. Ja. Und das ging halt. Und das, in dem Rücken mit dieser Notstandsregelung, werden dann, das kommt jetzt in den nächsten Folgen, die Putsche in Bayern und die separatistischen Bewegungen im Rheinland, die Kommunistenaufstände in Sachsen,
bekämpft und durchaus dreckig. Also da wird die Armee hingeschickt mit Waffeneinsatz. Ich bin froh, dass ich damals keine Verantwortung hatte und solche Entscheidungen treffen musste. Und gleichzeitig wird diese Währungsreform sehr schnell und sehr erfolgreich umgesetzt von der Reichsmark auf die Rentenmark. Das haben wir aber heute noch nicht. Das kommt erst in den nächsten Folgen, noch dieses Jahr. Ja. Wollen wir mal auch Richtung Bayern gehen oder möchtest du dazu noch was sagen? Ja, wir können kurz Richtung Bayern gehen. Also bei Bayern habe ich jetzt auch einfach, also sobald dieser Ruhrkampf beendet wird, das finden die Bayern halt, dass die haben halt eine rechte Regierung, hätte ich das gedacht. Und die reagiert sofort mit dem Ausnahmezustand. Also als dieses Plakat rauskam, was du so schön vorgelesen hast, Steffen, wurde in Bayern der Ausnahmezustand verhängt. Und der Reichsregierung ist halt klar, dass halt die Regierung, und da gibt es, das Schlagwort wäre Gustav Ritter von K., der ist auch erklärter Gegner der Reichsregierung. Mhm. Und der ist Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten in Bayern. Und er hat auch die Befugnis in Bayern, die Reichswehreinheit für Ordnungsmaßnahmen heranzuziehen. Und wir wissen, wer die Kontrolle über die Armee hat, der hat die Macht und der beansprucht die Kontrolle über die Armee in Bayern. Mhm. Und Ebert, SPD übrigens, reagiert sofort mit einem Ausnahmezustand über das Deutsche Reich, um halt sozusagen auch die Kontrolle in Berlin zu lassen. Da gibt es ganz klare Tendenzen in Bayern, sie abzuspalten. Ja, das fand ich auch interessant zu lesen, so dass die Rechten in Bayern warnen vor einer Diktatur, und zwar einer Linken, und ihre Reaktion ist, sie bilden eine rechte Diktatur. Also, ja. Das, okay, muss man nicht verstehen. Aber gut. Ich würde gern zu Hugo Stinnes wechseln. Würde ich aber lieber gern am Ende des Themas machen. Vielleicht wäre es schlau, falls du noch was anderes hast, das vorher zu machen. Ja, also ich habe nur noch zwei Anmerkungen. Es gibt einmal Aufstände in Sachsen, wo halt links sozusagen Linke auch unabhängig sein wollen und antidemokratisch vorgehen wollen, können wir jetzt auch schon sagen, da wird die Armee einmarschieren. Und das passiert noch. Und dann würde ich auch sagen, lass dann direkt zu der Meldung von Hugo Stinnes sehr, sehr gerne kommen, Steffen. Ja, und zwar gibt es von Hugo Stinnes ein Interview. Vielleicht Anmerkung, wer war Hugo Stinnes? Das war ein großer Industrieller, sehr einflussreich, einer der reichsten, vor allem Inflationsgewinner. Mhm. Und hatte schon einiges zu sagen, also Kapitalist durch und durch. Genau, also der ist so mächtig, der führt eigenmächtig Friedensverhandlungen mit Frankreich, ja, um das mal klar zu machen. Also der hat wirklich Macht, der hat sehr, sehr viel Geld, jeder kannte ihn damals, ist kein Menschenfreund. Ja, und der wurde interviewt von dem US-amerikanischen Botschafter. Und der Botschafter gibt wieder was der Stinnes so von sich gegeben hat. Zeitlich muss man sagen, ist das, was Stinnes sagt hier, noch vor der Ankündigung, den passiven Widerstand abzubrechen, kurz vorher. Entschuldigung auch, dass ich nicht mehr unterbreche. Stinnes ist auch in der gleichen Partei wie der Stresemann, also dieser liberalen, wirtschaftsnahen Partei. Ja, danke, dass du es nochmal erwähnst. Und ich lese mal vor, was der Botschafter jetzt darüber sagt, was der Stinnes gesagt hat. Jedoch ist er, Stinnes, überzeugt, dass die deutsche Arbeiterschaft auf diese Notwendigkeit, länger und schwerer zu arbeiten, nicht eingehen wird und daher hierzu gezwungen werden muss. Deshalb sagt er, muss ein Diktator gefunden werden, ausgestattet mit der Macht, alles zu tun, was irgendwie nötig ist. So ein Mann muss die Sprache des Volkes reden und selbst bürgerlich sein. Und so ein Mann steht bereit. Eine große, von Bayern ausgehende Bewegung sei nahe. Ich fragte ihn, wie nahe? Und er sagte mir, vielleicht 2 bis 3 Wochen entfernt. Der Bewegung, sagte er, würden sich alle Rechtsparteien anschließen und eine ansehnliche Gruppe gemäßigter Männer in der Mitte. Und sie würde in erster Linie einen Kampf gegen den Kommunismus bedeuten, da der kommunistische Flügel die Arbeiter zur Opposition treiben würde. Ich fragte ihn, ob die Industriellen sich mit der Bewegung vereinen würden.
Stinnes erwiderte, dass sie das würden. Ebert wird im Namen der Republik einen Mann oder wenn möglich ein Komitee von 3 Männern als Diktator ernennen und wird die ganze militärische Gewalt unter des Diktators Befehl stellen. Von da ab wird die parlamentarische Regierung zu Ende sein. Die Kommunisten werden rücksichtslos zerschmettert werden und wenn sie zum Generalstreik aufrufen wird, dieser ebenfalls mit Gewalt unterdrückt. Die eine Schwierigkeit ist, dass die Bewegung durch einen Angriffsakt der Rechtsparteien ausgelöst werden könnte. Er möchte, dass die Kommunisten beginnen. Da steckt viel drin. Da steckt sehr viel drin. Leider ist der im falschen Genre nicht blöde. Vielleicht wann also super. Ich wusste gar, also ich wusste wirklich nicht, welche Meldung das jetzt gerade kommt von Steffen, aber ich kann, also das passt für mich wie die Faust aufs Auge, wie ich den Stinnes einschätzen würde. Wann war die Meldung, Steffen? Am 15. September und der Ankündigung, dass der passive Widerstand abgebrochen wird, war am 26., also 11 Tage später. Genau. Und der Hitlerputsch war am 9. November. Das heißt, das war dann 7 Wochen später. Na, da hat er sich ein kleines bisschen verschätzt, aber den spielt er ja an, eben auch diesen Hitlerputsch. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Du zuerst, Steffen, gerne. Ja. Ich find's interessant, dass er, ich habe leider nicht rausgefunden, wie viel er da schon so drin war, ob er spekuliert hat, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, oder ob er wirklich Details wusste, das stelle ich mir eher vor. Denk mir auch. Also ohne Stinnes, also der Wetter wird das schon irgendwie gewusst haben und im besten Fall für ihn toleriert haben. Ja, dass da schon wirklich drauf zugespielt wird auf die Rolle eines Diktators, dass es gut geheißen wird, finde ich überraschend schon. Das zeigt auch, wie wenig Demokratiegedanken man damals wirklich hatte. Und vor allem auch die Art, also die Wortwahl finde ich ja schon interessant. Das ist ja jetzt hier, das, was ich vorgelesen habe, sagt der US-amerikanische Botschafter. Das ist also nicht der richtige Wortlaut von Stinnes. Ich denke mal, der wird sogar noch krasser gewesen sein, als das, was jetzt hier wiedergegeben wurde. Aber dass er auch so Worte hier wiedergibt, wie dass der kommunistische Flügel zerschmettert wird, dass der Generalstreik mit Gewalt unterdrückt wird, ja, rücksichtslos. Das überrascht mich wirklich. Und das finde ich sehr beängstigend. Ja, vielleicht eine Frage. Also ich finde Stinnes mit seiner Meinung sehr bedenklich und sehr fragwürdig, ganz klar. Was ich aber anmerken möchte für zur Einordnung aus der damaligen Perspektive ist, der Kommunismus war ja ganz was Neues. Ne? Die hatten ja den 1917 erlebt, die Oktoberrevolution in Russland. Und keiner wusste, wie das da weiterging. Und die Zustände in Russland waren ja durchaus schlimm mit den Bürgerkriegen und den Hungersnöten und dem Chaos. Und da war eine sehr, sehr große Angst vorhanden, gerade bei den etablierten, gut situierten, konservativen Rechten, Leute, die was besitzen. Die hatten sehr, sehr große Angst vor den Kommunisten. Und diese Angst hat ja den Nazis immer geholfen, weil die sich ja als vermeintliche Lösung positioniert haben. Das ist nur ein Versuch der Erklärung, weil nicht alles ist nur böse. Also da ist schon, steht schon eine gewisse Boshaftigkeit drin. Also macht er sich, ist jetzt nicht so wirklich nett, so, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nur, es ist ja nicht alles nur, sondern das hat er dann auch ein Teil. Also ich finde, das Problem, was er sieht, ist manchmal sogar verständlich, die vorgeschlagene Lösung überhaupt nicht. Ja, sie spielen mit der Angst. Ja. Und wenn wir uns auch mal Bayern ansehen, was die dort für Worte auch in den Mund nehmen, dann ist ja ganz klar, sie spielen hier mit der Angst, sie reden von Kapitulation gegenüber Frankreich, sie reden von Druck der Linken, von Joch einer förmlichen Kapitulation, sozialistischer Einschlag und all sowas. Also es hat hier schon auch sehr viel Propaganda mit von rechter Seite. Und Luis, das hat mich jetzt mal zu einem ich wollte gerne mal gucken, was ist eigentlich so der Verhundert-Bezug in unserer heutigen Folge? Und du hast es erzählt, wir nehmen am 13.10. auf, das ist am Wochenende vorher, gab es Wahlen in Hessen und Bayern. Und wir haben hier einen starken... Sehr deprimierende Wahlen, persönliche Meinung von mir. Ja, meine auch. Und
Ich habe mir dann nochmal angesehen, wie da so eigentlich die jeweiligen Politiker in den Wahlkampf gegangen sind, was sie so für Parolen von sich gegeben haben. Und dann habe ich auch rausgesucht, was die Politiker vor 100 Jahren für Parolen von sich gegeben haben. Und Luis, ich würde jetzt gerne mal, du weißt überhaupt nicht, was jetzt kommt, aber ich würde jetzt gerne mal mit dir, ich will das Wort Spielen nicht im Mund nehmen, weil es eigentlich kein Spiel sein soll, aber ich würde gerne mal ein Experiment mit dir machen. Sehr gerne. Und zwar habe ich so... Ich bin sehr gern dein Proband. Ich habe mir vier Aussagen rausgesucht. Und das sind Politiker, Politikerinnen von heute und von vor 100 Jahren, was die für Aussagen gebracht haben. Und ich habe die Aussagen, das sind sehr kurze Sätze, genommen und habe ein paar Wörter rausgenommen, zum Beispiel, wenn da jemand von Ampelregierung spricht, dann habe ich das Wort Ampel rausgenommen. Wenn da jemanden irgendeinen Namen reingibt von einem heutigen Politiker oder von einem damaligen Politiker, habe ich das ausgetauscht. Und dann habe ich einmal ChatGPT gefragt, mir diesen Text in den Wortlaut von heute zu transformieren oder eben halt von vor 100 Jahren. Du hast die künstliche Intelligenz sozusagen. Jetzt bin ich ja gespannt. Und jetzt würde ich dir gerne mal vier Aussagen vorlesen. Einmal ist es die Originalaussage oder einmal dann halt der transformierte Text halt vor 100 Jahren oder von damals im heutigen Wortlaut. Und dann würde ich dich gerne bitten, mal einzuschätzen, was ist der Originaltext? Ich löse aber erst am Ende auf. Ich habe nämlich gelernt, man darf nicht immer gleich sofort auflösen, weil dann die Leute anfangen nachzukalkulieren, na, wenn er jetzt so oft schon das gemacht hat, dann daher. Nee, das finde ich auch gut. Aber ich sage mal ganz kurz, ich kriege jetzt eine Aussage und die ist entweder eine Originalaussage aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft und du hast dann, oder also. Genau. Also entweder sie ist von vor 100 Jahren oder aus der heutigen Zeit. Oder sie ist von einer von ChatGPT veränderte Aussage vom Gegenteil. Also du hast dann noch eine moderne Aussage, die Vergangenheit übersetzen lassen und andersrum. Genau. War wahrscheinlich sehr komplex ausgedrückt von mir. Ich probiere es nochmal einfacher, weil ich glaube, jetzt haben wir alle verwirrt. Also sagen wir mal, ja. ich habe jetzt zum Beispiel einen Tweet genommen. Jetzt denke ich mir mal aus. Angenommen, ich würde jetzt von Robert Habeck einen Tweet nehmen. Da steht drin, hallo Deutschland. Keine Kohlekraftwerke ist zum Beispiel gerade so ein Thema. Keine Kohlekraftwerke, genau. Ja. So, sagen wir mal, das wäre jetzt ein Tweet von heute. Dann würde ich dir jetzt vorlesen, keine Kohlekraftwerke. Dann würde ich dir danach vorlesen, was ChatGPT daraus gemacht hat, wie das im Wortlaut von vor 100 Jahren klingen würde. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, wie man das vor 100 Jahren sagen würde, aber zum Beispiel keine Kohlekraftwerke im Deutschen Reich. So. Ja, wahrscheinlich, genau. Und dann würde ich dich fragen, was denkst du, ist der Text von heute oder von damals? Dann könntest du Verstanden. Eine Aussage machen. Okay, fangen wir mal an. Text 1. Zum Erntedank auch ein Blick nach China. Wenn wir unsere deutsche Landwirtschaft weiterhin so ruinieren wie in den letzten Jahren, bekommen wir künftig unsere Nahrungsmittel nur noch im Import aus solcher Produktion, wenn wir überhaupt noch was bekommen. Das ist der Text aus heutiger Sicht. Text von vor 100 Jahren. Anlässlich des Erntedanks werfen wir auch einen Blick nach China. Wenn wir unsere deutsche Landwirtschaft weiterhin in diesem Tempo zugrunde richten, werden wir zukünftig unsere Nahrungsmittel nur noch aus solch ausländischer Produktion beziehen können, falls wir überhaupt noch etwas zu essen bekommen. Was denkst du, ist das Original? Das ist eine sehr gute Sache. Ich würde sagen, dass das aus der heutigen Sicht ist das Original. Okay, also du sagst heute, Text 1. Dann Text 2. Der Bundeskanzler lebt in einer Scheinwelt, in der die Preise sinken und der Himmel voller Geigen hängt. Wer so viel Bodenhaftung verloren hat, beweist einmal mehr, dass er als Kanzler untragbar geworden ist. Text von vor 100 Jahren.
Der Reichskanzler verweilt in einer Illusionswelt, in der die Preise sinken und der Himmel von Freuden erfüllt ist. Wer so die Bodenhaftung verliert, unterstreicht erneut seine Unfähigkeit, als Kanzler tragbar zu sein. ChatGPT ist richtig, richtig gut. Also ich bin mir sogar sicher, dass das heute das Original ist. Du sagst heute. Okay, zwei Texte haben wir. Ohne es zu wissen. Text 3, heutige Sicht. Steht Russland vor einem neuen 1917? Die Falken in Washington sollten sich allerdings nicht zu früh freuen. Wenn Putin fällt, könnte sein Nachfolger wesentlich radikaler operieren als der vom Westen zur Ausgeburt des Bösen erklärte derzeitige Kreml-Chef. Text von vor 100 Jahren. Stellt sich Russland erneut vor die Schwelle von 1917? Die Falken in Washington sollten jedoch nicht zu früh jubeln. Wenn Lenin stürzt, könnte sein möglicher Nachfolger weitaus radikaler agieren als derzeit der vom Westen als Verkörperung des Bösen verurteilte Kreml-Führer. Also ich würde auch wieder denken, dass heute das Original ist. Einfach weil damals Washington gar nicht so nach außen geguckt hat, sondern eher nach innen. Die hatten ja den, ich kann das immer nicht aussprechen. Also das mit Isolation und dann mit Ismus dran. Ja, okay. Gut, also du sagst nochmal heute. Habe ich jetzt dreimal heute gesagt, kann das sein? Du hast jetzt dreimal heute gesagt, ja. Okay. Dann kommt jetzt der vierte Text. Fast 50% Steigerung der Insolvenzen im Juni. So viele Unternehmenspleiten gab es seit 7 Jahren nicht mehr. Wie viele zigtausend Arbeitsplätze will die Regierung mit ihrer desolaten Wirtschaftspolitik noch vernichten? Text von vor 100 Jahren. Beinahe 50% Anstieg der Firmenpleiten im Juni. Seit 7 Jahren waren Unternehmenszusammenbrüche nicht in solcher Fülle zu verzeichnen. Wie viele 10.000 Arbeitsplätze will die Regierung noch durch ihre marode Wirtschaftspolitik zunichte machen? Tja, also auch hier würde ich sagen, heute das Original, weil vor 7 Jahren war der Große Weltkrieg aus 100-jähriger Sicht. Also da gab es ja auch, aber ich habe es viermal heute, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das die Antwort wäre, dass ich komplett richtig bin. Bin ich gespannt. Auflösung? Luis, du hast 4 Punkte. Ich habe nämlich gelogen. Die sind alle heute? Genau. Ich habe nur Texte von heute rausgesucht. Du hast mich echt wahnsinnig gedacht. Wo habe ich mal gesagt, Fieber heute, das kann doch nicht sein. Da dachte ich, ja, heute. Aber ich fand das so schwer. Aber es liegt daran, zum Beispiel in den 7 Jahren, das ist dann für mich halt, das passt nicht. Da gab es genug Chancen mit diesen Firmenpleiten als Beispiel. Ich habe mich entschieden, da die 7 Jahre trotzdem beizubehalten, ja. Ich würde jetzt nochmal die Originaltexte durchlesen, weil ich hier und da mal ein Wort ja ausgetauscht habe. Einfach damit das nicht zu eindeutig wird. Text 1. Ich lese mal den Originaltext vor und dann sage ich, von wem es ist. Zum Erntedank auch ein Blick nach China. Wenn wir unsere deutsche Landwirtschaft weiterhin so ruinieren wie in den letzten Jahren, bekommen wir künftig unsere Nahrungsmittel nur noch im Import aus solcher Produktion, wenn wir überhaupt noch was bekommen. Darf ich raten, wer das war? Ja, rat mal. Der Chef der Freien Wähler in Bayern, wie heißt der Typ? Hubert Aiwanger. Ja, war der das? Korrekt, am 1. Oktober 2023. Das ist ein Tweet oder ein X-Post, wie auch immer man das jetzt nennt. Ja, das passt zu dem. Das ist so dieses typische Mix aus, Problem erkennen, aber dieser Verweis auf China ist meiner Sicht nicht naheliegend, um es höflich zu formulieren. Das würde halt zu dem passen. Dieser Mix halt aus die typische Halbwahrheit halt, die logisch klingt, aber ist so für mich so eine Aussage wie nachts ist kälter als draußen. Also ist halt so eine Worthülse für mich halt. Angstmacherei. Ja, so Angstmacherei, so bla bla bla. Aber was heißt das? Was bedeutet das jetzt konkret? Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt China angreifen, dass die gar keine Landwirtschaft haben? Oder sollen wir bei uns was machen? Was würde er jetzt eigentlich erreichen? Ja. Gut, lassen wir das. Nächster Text. Original. Ja. Ist wieder ein Tweet oder ein X-Post. Bundeskanzler Olaf Scholz lebt in einer Scheinwelt, in der die Preise sinken und der Himmel voller Geigen hängt. Wer so viel Bodenhaftung verloren hat, beweist einmal mehr, dass er als Kanzler untragbar geworden ist. Darf ich wieder raten? Aber ich bin überhaupt nicht sicher. Der ist noch nicht ganz zu Ende, aber wenn ich das jetzt weiter vorlese, weißt du sofort. Also sag mal.
Das müsste ja eigentlich jemand sein, der selber Kanzler sein will. Und das wäre ja dann erstmal die Opposition. Und wer will da selber Kanzler sein? Das wäre entweder der aus Bayern wieder, also wer ist denn der CSU da? Wie heißt der? Söder oder Merz? Ich würde auch Söder tippen. AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Der Tweet geht noch weiter. @Tino Kupala. #  Generaldebatte, #  Deutschlandpakt, #  AfD. Vom 6.9.23. Genau, okay, gut, ja, verstanden. Dann der dritte Text im Original. Wieder ein Tweet von X. Steht Russland vor einem neuen 1917? Die Falken in Washington sollten sich allerdings nicht zu früh freuen. Wenn Putin fällt, könnte sein Nachfolger wesentlich radikaler operieren als der vom Westen zur Ausgeburt des Bösen erklärte derzeitige Kreml-Chef. Darf ich raten? Ja. Es muss entweder jemand aus der Linkspartei oder aus der AfD sein, meiner Meinung nach. Es ist traurig, dass es so nah beieinander ist, ne? Ja, und es ist also entweder dann halt die Wagenknecht bei den Linken oder jemand aus der AfD. Ich würde jetzt mal die Wagenknecht. Die macht gern so den großen Vergleich aus, weil sie ja auch nicht, weil sie wirklich klug ist. Ich teile ihre Meinung nicht und ich würde sie noch niemals wählen. Sie ist, ich würde aber behaupten, sie ist, die weiß was. Also die wirkt klug und ich teile nur ihre Meinung nicht. Ja. Der Post ist geteilt vom Account Björn Höcke. Vom 24. Juni 2023. Ja, genau, also bei, da teile ich die Meinung auch nicht und ich, da weiß ich, da ist auch dieses Argument. Aber du warst so nah dran, hast gesagt, linke oder rechte. Ja. Aber es ist wirklich traurig, weil die Wagenknecht, die sagte so ähnliche Sachen ja auch, ja. Ja, das wäre auch lustig, wenn die eine eigene Partei gründet, wäre ja witzig, dass dann, also die aktuellen Umfragen würden ja besagen, dass die meisten potenziellen Wähler bei der AfD liegen. Ist ja auch irgendwie krass, finde ich. Ja. Kommen wir nochmal zum letzten Text. Original, wieder X-Post. Fast 50% Steigerung der Insolvenzen im Juni. So viele Unternehmenspleiten gab es seit 7 Jahren nicht mehr. Wie viele zigtausend Arbeitsplätze will die Ampel mit ihrer desolaten Wirtschaftspolitik noch vernichten? Hier würde ich CDU nochmal Merz tippen. Wagenknecht. Verdammt. Vom 7. Juli 2023. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob Wagenknecht die ist, die Unternehmenspleiten verhindert, aber lassen wir das. Ja. Also ich habe ja noch einen privaten, also was heißt privat? Ich habe ja noch einen nicht verhundert Account bei X und ich habe mich entschieden, den jetzt am Wochenende zu löschen. Ja, ich kann das sehr verstehen. Ich nutze es noch, aber es ist so ein Guilty Pleasure. Also sowas sollte man eigentlich nicht mehr tun. Ja, Luis, ich hatte aber trotzdem das Gefühl, du fandst es schon schwierig einzuordnen, ob die Nachrichten oder der Text auch zu den Ereignissen von vor 100 Jahren passen könnten. Absolut, also das war richtig, richtig gut. Also ich musste da wirklich nachdenken und es war auch ein Großteil Zufall jetzt. Also das war sehr schwer. Also erstmal finde ich, hat ChatGPT einen sehr guten Job gemacht, das zu übersetzen. Also ich habe es an der Sprache überhaupt nicht erkannt. Ich habe nur versucht, mit Allgemeinwissen zu überlegen, passt der Inhalt zu heute oder zur Vergangenheit. Und ich habe wirklich rein versucht, also ohne Emotionen und ohne Sprache, sondern nur auf den Inhalt. Was wird da eigentlich gesagt? Und in welchem Kontext passt das besser? Ja, denn also das war tatsächlich, als ich so die Wahlergebnisse mitbekommen habe und auch so das, was die Politiker der Extremparteien von sich gegeben haben. Ich habe da echt Déjà-vu bekommen zu den. Ich habe am selben Tag halt die genau das hier gelesen, durchgelesen, was hier mit dem passiven Widerstand und die Äußerungen und was der Stinnes gesagt hat. Und dann sehe ich dieses Wahlergebnis und dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Das ist also so ein starker Bezug und was sie sagen, könnte genauso auch in diese Zeit gepasst haben. Das kann doch bitte nicht sein. Und es sind ja auch wirklich, also zum Beispiel die Wagenknecht, also was ich an der so schlimm finde, ich halte die für sehr klug, ehrlich gesagt. Und das würde aber bedeuten, dass sie genau weiß, was sie tut. Ja, das ist ja auch sehr, sehr angstmachend fast schon. Also, ja. Und dann noch was, das ist halt so ein typisches faschistisches Stilmittel halt. Das ist eines der Merkmale für mich vom Faschismus, irgendwie diesen Kampf
zu stilisieren, diese Unterdrückung, diese Absolutismen einzuführen, um halt dann diesen Machtanspruch von einem selber natürlich dann das Recht zu fertigen. Ja, und daran erkennt man, dass es, und nur ich finde, vor 100 Jahren, die waren einfach 100 Jahre in der Vergangenheit, da war der Zweite Weltkrieg noch in der Zukunft und der Kalte Krieg. Und vor 100 Jahren, die hatten, finde ich, viel schlimmere Krisen als heute. Ja, also da kann mir keiner erzählen, dass das Heizungsgesetz vergleichbar wäre mit dieser Ruhrgebietbesetzung oder der Hyperinflation und den Hungertoten in den großen Städten, die vor 100 Jahren passiert sind. Und dass sie dann trotzdem, also A, aus diesen 100 Jahren mehr Geschichte und den Lehren, die man hoffentlich mal draus ziehen sollte, ja, und aus dieser wirklich vergleichbar guten Lage, also für die Lage heute, also mindestens in Deutschland, wir klammern jetzt mal bitte die Ukraine und Israel aus, so viel besser als von vor 100 Jahren. Und trotzdem werden die gleichen Worte und die gleichen artigen Kampf heraufbeschworen. Das kann ich für mich nur durch eine gewisse Bosartigkeit und Gemeinheit erklären, um halt eigene Machtansprüche und demokratische Systeme in Frage zu stellen, ehrlich gesagt. Ja. Da stimme ich dir vollkommen zu, das hast du gut gesagt, finde ich. Und ich fühlte, also als du jetzt, ich wusste nicht, was du für ein Zitat vorlesen wirst von Stresemann, aber als du dann vorgelesen hast mit dem Egoismus und diesen immer schlecht reden, das hat mich jetzt auch, ich wusste ja, was ich für Zitate hier vorlesen werde. Ich dachte, meine Fresse. Das kannst du echt heute genauso 1A original so abdrucken und ja, es ist halt. Ja, also ich stelle mir das auch so vor, also klar, du hast halt die FDP, die sind jetzt nicht immer so konstruktiv, aber zum Beispiel jetzt Leute, die wirklich was bewegen wollen, für mich zum Beispiel der Habeck so jemand, ich glaube, die fühlen sich auch so gerade. Ja, ich glaube, wenn man sein Tagebuch lesen würde, ich glaube, da würde genauso ein Satz drin stehen. Ja, man muss ihn nicht mögen, man muss auch seine Ziele nicht teilen, er macht halt für mich einen Eindruck, dass er wirklich was bewegen will, dass er wirklich was erreichen will und dass ihm überall Knüppel reingeworfen werden. Ja. Also ich will ja auch niemanden von irgendwelchen Parteien überzeugen oder so. Ich will halt gerne nur alle, die uns zuhören, mal drum bitten, den Bezug mal klarzustellen und zu gucken, was wird hier eigentlich Populistisches gesagt und schreie ich das jetzt hier wirklich mit? Denn vor 100 Jahren haben es die Leute nicht gemacht. Oder nicht ausreichend in meinen Augen und gesagt, naja, ich will jetzt hier aus Protest das. Mhm. Und wir haben ja gesehen, was bei rauskam. Und ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr sicher, ob so eine weitere Diktatur in Deutschland, ob das nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, ich bin der Meinung, da sind wir noch ein gutes Stück weit weg von. Man ist nur diesem Szenario näher gekommen. Ja. Und allein das ist erschreckend. Ja, genau. Also ich meine, Wir sind ja 1923, ne? Das sind immer noch 10 Jahre bis 33, bis Hitler an die Macht kam. Ne? Da kann es halt mehrere Sprünge geben. Und wenn man mal die Arbeitslosigkeit, jetzt kommt der Börsencrash nochmal Ende der 20er. Und das sind halt alles so Schlüsselereignisse, die reinkommen. Und wer weiß, was da noch alles reinkommt. Und man merkt ja auch, dass halt das antidemokratische Lager halt einfach auch lernt, ne? Also der Hitlerputsch kommt ja bald und danach hat die Führung der NSDAP beschlossen, dass sie das demokratisch lösen, ne? Also dass sie jetzt den langen Weg durch das Parlament gehen und dann halt legal die Macht übernehmen. Ja, und das, meine, die hatten keine Mehrheit, dann 1933, muss man dazu auch noch sagen, nur die wurden trotzdem, wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt, vom Reichspräsidenten. Legal. Also das war legal und erst dann, was danach kam, war dann quasi halt eine Machtergreifung und die aber auch wieder durch Mittel der Verfassung erzielt wurde und das heißt, die waren wirklich lernfähig und das ist halt das, ne? Weil ich finde das Personal stellenweise jetzt nicht so fähig, aber lass da mal jemand wirklich Fähiges auch mal sein, also im falschen Genre, der was kann und dann weiß man auch nicht, wie es weitergeht, ne? Das stimmt wohl. Ja, gut, Steffen. Dann würde ich sagen, ich noch vielleicht wäre das ein Themensprung nochmal nach Tempelhof, wenn ich, wäre das okay, wäre? Ja, lass uns mal rüberfliegen und mal wieder was Schönes, über was Schönes reden, Luis. Ja, und zwar, ich war jetzt am Wochenende bei 100 Jahre Tempelhof. Und zwar, der Flughafen wurde ja vor 100 Jahren gegründet. Der wurde auch ganz schnell schon in den 20er Jahren zu einem der größten
der Welt, aber das war natürlich sehr beschaulich. Also so Doppeldecker-Flugzeuge mit so Korbsesseln und dann erste Wellenblechflugzeuge der Lufthansa. Und da gab es dann eine Ausstellung und das war so unfassbar voll und ich war da. Und es war sehr, sehr interessant. Ja, das kann ich nur empfehlen. Die begann am 6. Oktober, die endete am 10. Oktober. Also es waren nur 4 Tage. Und das war sehr, sehr spannend. Es gab Drachenbau-Workshops, es gab Poetry-Slams und ich war halt zur offiziellen Ausstellung. Und die hat leider geendet mit dem Spatenstich von dem Großflughafen unter der nationalsozialistischen Regierung dann in den 30er Jahren. Und das fand ich nicht auch sehr, sehr spannend. Das Gebäude steht hier auch noch, ist ja aus seiner Art auch sehr, sehr beeindruckend. Trotzdem war das eine gute Ausstellung. Und man durfte dann oben auf diesem Gebäude, was ja zeitweise flächenmäßig das größte der Welt war, dann stehen und konnte halt das Flugfeld sehen. Und dann gab es da auch, da konnte man in dieses ehemalige Flugkontrollhäuschen rein und das alles überblicken. Und generell ist der Flughafen einfach auch, wenn man mal in Berlin ist, immer eine Reise wert. Ich habe auf Arbeit viel mit internationalen Kollegen zu tun und die reisen oft nach Berlin. Und ich empfehle ihnen immer, zu diesem Flughafen zu gehen, weil der für mich Berlin in einer sozusagen eine Nussschale ist. Diese ganze Geschichte, die wir halt haben mit der Teilung, mit den Nazis, mit den Weltkriegen oder auch heute, dass sich das so dysfunktional ist, so einen Flughafen erst zu schließen, dann aber den nicht zu bebauen, trotz Wohnungsmangel, auch über diese trotzdem wieder sehr, sehr guten basisdemokratischen Abstimmungen, die ja in sich richtig sind und dass diese Fläche, wo sie leer ist, dann die Leute, die da wohnen und halt auch Wohnungen schon haben, auch so viel Mehrwert bringt und alle so glücklich sind, ja, und das ist irgendwie total toll so. Es lohnt sich, da hinzugehen, empfehle ich immer. Ja, auch zum Skateboardfahren übrigens. Das ist. Ja, es ist schön, einfach mal auch so eine große Fläche zu sehen, zu haben, wo man mal so ein bisschen fahren kann. Wir hatten vor kurzem auf Arbeit auch Besuch aus England. Und dem habe ich auch das erzählt, was du mal immer so sagst über Tempelhof, ne? Da so ein Flughafen, finde ich immer eine ganz schöne Anekdote. Und dann meinte ich, ja, und bei uns im Norden, da ist auch ein ehemaliger Flughafen, den wir da hatten. Und da wird nicht alles mit Wohnungen zugebaut, sondern will man noch so ein bisschen hier und da was machen. Und der hat mich angeguckt wie ein Auto. Ich dachte, wie, ihr hattet 3 Flughäfen und habt zwei davon zugemacht. Ja, das verstehen Ausländer. Ich habe ja Familie in China, die würden sowas auch nicht verstehen. Ja, also da wird alles gebaut und modern und Flughäfen und wir schließen die Dinger. Ja, und dann in bester Lage und dann wird es in einem kapitalistischen System sozusagen, wird das Gelände auch nicht so richtig verwertet. Ja, also das ist ja zum einen sehr, sehr schön und auch sehr romantisch, weil ich fände es auch völlig falsch, wenn dann irgendjemand reich wird, dann daraus irgendwelche teuren Wohnungen zu bauen oder was anderes damit zu machen. Fände ich auch völlig falsch, weil die gehören ja quasi dieser Flughafengesellschaft, also damit dem Staat. Ich möchte gern, dass das entweder dem Staat den Gewinn zufließt oder dass es über Genossenschaften vergemeinschaftet würde. Das ist Privatmeinung von mir, ungefragt. Aber auch da, und das ist halt das ist wirklich, glaube ich, sehr Berlin. Sehr Berlin. Das wäre woanders gar nicht so möglich. Ja. Ja, das kann schon sein. Ja. Macht den Charme von Berlin auch aus, aber gleichzeitig habe ich ewig eine Wohnung gesucht, sucht man dann auch manchmal, wenn man so eine Fläche dann sieht. Muss man auch sagen. Ja, das hat halt alles sein Für und Wider, ne? Und A sagt, muss man. Jetzt habe ich eine Wohnung und bin wieder mehr Fan davon, ne? Aber als ich die Wohnung nicht hatte, habe ich ganz schön geknirscht, sowas zu sehen. Ja. Das muss man denn auch aushalten können. Na. Das ist immer, ne? Immer der Kontext ist entscheidend, der persönliche. Ja, dazu noch eine letzte Anekdote. Ich höre auch ich schaue auch schon mit Interesse nach Tegel, was da gerade passiert. Und da wird jetzt das Gelände auch teilweise genutzt. Man möchte gern probieren in den nächsten Wochen und gucken, ob sich das so für Clubs oder Festivals eignen würde. Und macht jetzt so eine Art Probefestivals an ein paar Wochen. Ja, klar. In Berlin braucht man niemanden im Club und da geht auch keiner hin. Ja. Also dann muss man natürlich erstmal testen. Ja. Und das Schöne war, dass die Musik darf aber nur, oder das Festival, Probefestival nur von 15 bis 22 Uhr sein, wegen Lärmschutz. Ja, und vor allem, ich kann jetzt schon sagen, völlig überraschend, das wird natürlich voll sein. Berlin ist gerade alles voll. Wenn du irgendwas machst, dann geht überall jeder hin. Und dann war der Test erfolgreich. Ja, aber vor allem auf einem Flughafengelände wegen Lärmschutz kann das nicht so lange sein. Fand ich schon mal gut. Ja. Und dann. Aber das ist auch wieder sehr, also das passt. Na.
Und dann noch letzter Kommentar dazu. Mhm. Es gab ja früher, wer nach Berlin-Tegel wollte, da gab es diesen Shuttlebus TXL. Und das war, man kann also nicht mit der U-Bahn oder S-Bahn, mit der Bahn da irgendwie hinkommen, sondern man konnte halt nur öffentlichen Nahverkehr, Taxi oder Bus ranfahren, wenn man den öffentlichen Nahverkehr benutzen wollte. Und den TXL-Bus, den gibt es ja jetzt nicht mehr, den Shuttle-Bus, weil es keinen Flughafen mehr gibt. Für das Festival braucht man aber Busse, die da fahren. Deswegen hat man jetzt einen Shuttle-Bus wieder eingerichtet. Nur für dieses Ding. Gut, aber so tickt halt Berlin. Muss man halt auch aushalten können. Ja, also das ist halt sehr speziell. Und ich liebe diese Stadt, ich wohne hier gern. Und diese Flughäfen ist einfach so eine schöne Geschichte, die das, finde ich, immer sehr gut präsentieren, die Widersprüche, die wir hier so haben. Vielleicht wieder Widersprüche. Wir haben ja Harry Karl Kessler, die Überleitung, der hat ja auch viele Widersprüche. Und da hatte ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil der ist quasi in der Zeit von vor 100 Jahren, ist dann seine Vortragsreise in Amerika zu Ende gewesen, wo er in den Medien war, wo er Vorträge gehalten hat an einem College, dafür gut bezahlt wurde. Und dann ist er abgereist, er hat da auch viele Leute auch belehrt, die es gar nicht wollten und das auch dann entsprechend gegeben haben, dass er sehr professorenhaft wirken würde. Mhm. Und der fährt jetzt halt zurück und der fährt, ist quasi in Lissabon mit dem Zug gefahren und dann macht er erstmal Urlaub auf Madeira, also auf den Azoren. Ja, also nach so einer harten Arbeitszeit, da muss man auch immer Urlaub machen. Ja, und das ist echt spannend. Also der beschreibt halt Madeira, wie es halt sozusagen vor 100 Jahren war. Und das war auch schon damals ein Urlaubsort. Und da bin ich ein bisschen neidisch. Würde gerne in die Zeitmaschine mitsteigen und das erleben. Zum Beispiel auf Madeira, also da muss ich auch mal gucken, ob es immer noch so ist, hat er das Grab von dem Kaiser Karl sozusagen besucht. Mhm. Also Kaiser Karl, das ist der Ehemann von Zita von Habsburg, das ist der letzte Kaiser des Österreich-Ungarischen Reiches, also das war der 1917 dann an die Macht kam, als der sehr alte Kaiser davor gestorben ist und der ist halt in Madeira begraben und er beschreibt, Zitat, eine einfache gelbe Marmorplatte ohne Unschrift im letzten Seitenaltar links. Einige erbärmliche Topfpflanzen und Dorfblumen und ein paar zerknitterte Schleifenbänder an den Wänden der Kapelle. Ist alles, was von der Kaiserpracht übrig ist. So endet eine uralte Dynastie. Da liegt der letzte Habsburger. Die Wirkung dieses fast ärmlichen Dorfgrabes, das dem Schlussstein von so viel Größe und Macht bildet, ist tief erschütternd. Hast du dazu auch die Meldung gelesen, dass die Ex-Kaiserin Zita in Finanznot gerade ist? Ja, habe ich gesehen. Die verkauft sozusagen die Kronjuwelen und damit, also das Schmuck. Ja, und die aktuelle italienische Regierung findet es gar nicht gut. Die meint nämlich, das sei Besitztum von Italien. Und da gibt es jetzt gerade so einen Streit. Das habe ich auch gesehen und ist immer schwierig. Ist sicherlich ein Abstieg für den, trotzdem glaube ich, reicht es immer noch für ein Glas Wein und ein erwerbsloses Leben. Ich denke auch. Ja. Also mir tun die jetzt nicht so an erster Stelle leid. Irgendwie sind sie ja über die Runden gekommen, ne? Ja, genau. Vielleicht noch, er beschreibt halt, dass er aus Deutschland sehr, sehr wenig mitbekommt, obwohl so viel Drama passiert. In den Zeitungen wird sehr wenig über die berichtet, die er zur Verfügung hat vor Ort. Er bekommt einen Telegraph am 3. Oktober und schreibt in sein Tagebuch, dass es politische Unruhen geben würde und es wäre ein schwerer sozialer Zusammenbruch erfolgt und die Situation wäre unhaltbar. So beschreibt er das. Und das bekommt er halt mit. So dramatisch war es ja dann nicht, aber wir lesen ja quasi in einem Chronikbuch, wo der Verfasser weiß, wie es ausgegangen ist. Ja, das stimmt. Und genau. Und am 5. Oktober beschreibt er, das können wir ja aus dem Chronikbuch auch so nicht direkt wiedergeben, er beschreibt das örtliche Käseblatt, die örtliche Zeitung auf den Azoren als Käseblatt. Und da würde wohl drinstehen, die deutsche Regierung wäre zurückgetreten und an Bayern Ruprecht zum König ausgerufen. Aha, okay. Also da hätte ich ja auch gerne mal die Quellen gesehen. Das liest er in den Käseblatt auf den Azoren. Der Sturz der deutschen Regierung scheint durch den Austritt der Sozialdemokraten hervorgerufen zu sein.
Ebert hat aber Stresemann als Reichskanzler weder berufen noch bestätigt. Und wir wissen halt, da war gerade diese Kabinettumbildung. Da wollte halt Stresemann dieses Notstandsgesetz und die SPD hat das nicht mitgetragen. Und da gab es halt diesen Kompromiss, dass halt ein neues Kabinett gebildet wurde und die SPD dem zustimmt, unter Vorbehalt, dass halt die Rentner und die Arbeitszeit nicht angefasst werden muss. Also das liest sich ganz anders in dem Chronikbuch. Ja. Und da gehe ich natürlich mit dem Chronikbuch mit, weil das wurde von Historikern verfasst. Und das ist ja quasi das, was Harika Krasler denkt, was er in dem Käseblatt auf den Azoren über die Lage in Deutschland gelesen hat, vor 100 Jahren. Das ist ja das stille Postprinzip. Aber immerhin hat er damals, also vor 100 Jahren, auf den Azoren ein Käseblatt gefunden. Immerhin etwas, ja. Also ja. Und er reist dann halt aus den Azoren ab, fährt mit dem Zug über Lissabon nach Paris und fährt natürlich gleich zum deutschen Botschafter. Ja, das war Harika Kessler, das finde ich ganz interessant, wird natürlich dann aufgeschlaut und fängt dann wieder an, über die französische Haltung sich damit zu beschäftigen. Und es gäbe jetzt halt zwei Varianten. Laut dem deutschen Botschafter in Paris, von dem, was Harika Kessler in seinem Tagebuch schreibt, entweder alles ablehnen und die vorläufige Preisgabe von Rhein und Ruhr, keine weiteren Reparationsleistungen und Wiederaufbau des unbesetzten Deutschland, also Aufgabe des Ruhrgebiets, oder man würde halt mit Frankreich versuchen, irgendwie klarzukommen. Und ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt zu erzählen hätte. Harika Kessler, wir werden dann in der nächsten Folge in Paris halt fortfahren. Er bleibt ja noch eine Weile. Er hat ja eine Schwester vor Ort, die Vena, die er dann auch besucht. Dann erzählt er, dass er in sehr langweiligen Theatervorführungen war in Paris. Ist ja. Und dann fährt er nach London und da werde ich dann berichten, weil da wird auch nochmal ein ganz wichtiges Kapitel in seinem Leben kommen. Dazu mehr in der nächsten Folge. Ist ja schön, dass er dann nach London fährt, wo er eigentlich laut Stresemann die letzten Wochen hätte sein sollen. Ja, ne, auch jemand, der halt quasi jetzt nicht die Notlage, den Schrissen, ne, für ihn war es halt schöner, die Vorträge zu halten. Ja, 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 na gut, auch verständlich. Ja, auch verständlich, ja. Ja, gut, dann war es das an der Stelle, Luis, oder? Dann würde ich halt auch sagen, in 4 Wochen wissen wir mehr, wie es mit dem Deutschen Reich weiterging, mit der Welt von vor 100 Jahren. Und es wird auch spannend, wie es in 4 Wochen in Israel steht. Also jetzt. Heute kam die erste Meldung, dass die Bodentruppen im Gazastreifen einmarschieren. Mal gucken, wie es in 4 Wochen steht. Also. Damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ja, und liebe Zeitreisende, haltet die Ohren steif. Hört alle vor 100 Folgen, wenn ihr euch ablenken wollt. Und, oder tut irgendwas anderes, was euch gut tut, vor allen Dingen. Genau. Ja, es muss, es muss, es muss. Bis dahin und alles Gute. Ciao, ciao. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.